Selbstverständnis sich hartnäckig behaupten gegen den Ausverkauf von Kultur, Land und Leuten. Der Massentourismus, der vor 30 Jahren im Schlepptau des Wirtschaftswunders über Italien hereinbrach, führte an überlaufenen Küstenorten zu einem Verlust besagter Identität. Die Gäste heute verlangen mehr als Sonne und Meer, Pasta, Pizza und Vino. Folge, man lässt sich wieder etwas einfallen. Der italienische Badeort Rimini hatte die Jugend fest im Visier, als er eine Disco-Shuttle-Buslinie etablierte. Lutz Neumann fuhr mit im tanzenden Bus. Rimini in diesem Sommer. Wer sich heute noch kurzfristig entschließt, seine Ferien an der Adria zu verbringen, wird bei der Hotelsuche kaum Probleme haben. Vor 30 Jahren war das noch ganz anders. Für die deutschen Familien war Urlaub im Süden gleichbedeutend mit Urlaub in Italien. Die einstige Dünenlandschaft an der Adria wurde eingeebnet. Die Strände waren überfüllt. Es entstand das hässliche Bild vom Teutonengrill. Die Liegestuhlreihen lichteten sich nicht erst vor 5 Jahren, als die Algen das ohnehin zweifelhafte Badevergnügen trübten. Sonne, Strand und Meer und viel zu kleine Zimmer genügten schon längst nicht mehr den gestiegenen Ansprüchen der deutschen Gäste. Erlebnisurlaub war nun gefragt. Und mit einiger Verzögerung erkannte dies auch die Touristikbranche in der Emilia-Romagna. Es entstanden Attraktionen wie dieser Wasserfreizeit abseits der Strände, deren Angebot insbesondere auf das jugendliche Publikum zielt. Dass derartige gigantische Spektakel bei den Kids ankommen, zeigen die Zahlen. Im Hochsommer stürmen täglich bis zu 7000 Besucher die Kassen. Damit es für die Jugendlichen auch nachts rund geht, dafür sorgen die tanzenden Busse der Blue Line. Sie sind von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens unterwegs, allerdings nur während der Hauptsaison. In dieser Zeit trifft sich Europas Jugend im Bus. Selbst wer nicht bereit ist, 30 Mark pro Disco-Besuch auszugeben, kann für 3 Mark die ganze Nacht im Bus durchtanzen und erfährt bis zum Morgen trotzdem über die Lautsprecheranlage alles, was draußen passiert. Erstens mal kommen die Leute aus ganz Europa hierher. Ne? Also wir sind auch innerhalb aus Italien, die kommen aus Mailand, aus Bologna, aus Neapel und überall. Ja? Die kommen aus England, aus Holland, aus Deutschland, aus Österreich. Ja? Das ist eine nette Atmosphäre, ne? Man lernt immer Leute kennen und so. Die Blue Line fährt praktisch zu allen Diskotheken in dieser Region, zwischen Riccione und Viserba, auf einer Länge von etwa 20 Kilometern. Und wie viele Busse fahren? Wie viele Busse? Im Durchschnitt sind gleichzeitig ungefähr 15 Busse im Einsatz. Tutti di Rimini? No. Torino. Milano. Bergamo. Ich arbeite lieber nachts. Wissen Sie, für uns in der Emilia-Romagna und überhaupt für die Italiener beginnt das Leben erst, wenn es Nacht wird. Wie lange schläfst du am nächsten Morgen? Ich schlafe überhaupt nicht. Auch für die touristischen Nachtschwärmer genügt das Übliche schon längst nicht mehr. Die Diskotheken an diesem Küstenabschnitt erinnern eher an Musiktempel oder Tanzpaläste mit Lasershow und Modegala. Jedenfalls bei den Jugendlichen gelten sie als das Beste, was es zurzeit auf diesem Gebiet in Europa gibt. Ergänzend zur Blue Line setzen die größeren Diskotheken sogar noch eigene Pendelbusse ein. Der Tourismus an der Adria verzeichnet in diesem Jahr erstmals wieder Zuwächse. Früher kamen vor allem die älteren Urlauber zu uns. Es war viel ruhiger hier. Heute sind es zunehmend Jugendliche, die eher das Abenteuer suchen, die halt etwas erleben wollen. Aus welchem Land kommst du? Ich bin aus Belgien. Was glaubst du, was für einen Vorteil hat das, wenn es so ein Bussystem gibt, das die ganze Nacht durch die Discos fährt? Aber ich denke, dass man kann etwas trinken oder so und das ist schon ja, zu Hause ohne die Carabinieri hier in Italien oder sowas. Dann ist grüßt. Ist die Nacht wichtig im Urlaub oder eher nicht? Ja, sicher, aber nicht bis den Morgen. 2 Uhr, 3 Uhr, das geht.
An der Piazza von Riccione treffen wir Giorgio Sanese, den Initiator der Blue Line. Wir hatten ein Problem bis 1986. Wir hatten keinen Busservice nach halb zwei. Und so alle die Bar und Diskothek und Pop zusammen. Wir haben gedacht, diese Blue Line zu machen. Ein Bus zu fahren, die alle die Diskotheken und Bar. Es ist vor allen Dingen für die Jugendlichen gedacht, oder? Ja, ja, natürlich. Manchmal auch die anderen Leute vielleicht nach Bahnhof mit Blue Line fahren. Ja. Sie haben hier selber zwei Diskotheken. Es ist also ein Zusammenschluss von Diskotheken, die das praktisch auch finanzieren. Ja, ja, alle die Diskotheken und Pub und Restaurant, Pizzeria haben ein bisschen Geld gestellt. Für die Polizei ist dies natürlich eine begrüßenswerte Initiative. Es fahren viel weniger junge Leute mit dem eigenen Auto und die Sicherheit auf den Straßen ist erheblich größer geworden. Die Nacht ist nicht allein zum Tanzen da. Und mit der Blue Line erreicht man selbstverständlich genauso gut und sicher die zahlreichen Strandfeste und Barbecue-Partys. Sie werden entweder von den Bademeistern der einzelnen Strandabschnitte oder von Tanzbars organisiert. Über 70.000 Nachtschwärmer waren es im letzten Jahr, die so von einer Party zur anderen rollten, tanzten und feierten. Und in diesem Jahr werden bestimmt noch mehr Vergnügungssüchtige bei futuristischen, dramatisch inszenierten Lasershows ihren Spaß haben. Die Adria-Region ist dabei, sich ein neues Publikum zu erobern. Mach doch Lärm.